Schön, dass Sie wieder da sind, meine Damen und Herren, nach der kleinen Kaffeepause. Mein nächster Gast ist 48 Jahre alt und sieht immer noch aus wie ein Modellathlet. Er hat vor 20 Jahren sein erstes Fitnessstudio gegründet und daraus in eigener harter Arbeit ein Fitness-Imperium gemacht. Er ist europaweit Marktführer und wir wollen heute über Expansion und Wachstum im Fitnessbereich reden. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich den Gründer und Eigentümer von McFit, Rainer Schaller. Das ist sozusagen schon der erste Fitness-Test, Herr Schaller, ob Sie außer Puste sind, wenn Sie hier vorne ankommen. Das erste Mal, dass ich 30 Meter gelaufen bin und den Bauch angezogen habe. Bitteschön. Das bitte. Dankeschön. Machen Sie im Sitzen, würde ich sagen. Wir wollen über Fitness reden, das ist ganz klar, weil ich glaube, dass Körperbewusstsein alle im Augenblick ja auch interessiert. Wir wollen über Sport reden, über Ihr Geschäft und wir wollen darüber reden, wie Sie es hinbekommen haben, so eine Wachstumsstory zu liefern. Aber wenn wir jetzt bei Fitness bleiben, Sie haben gerade schon angesprochen, Sie haben den Bauch eingezogen. Wir müssen natürlich den Fitness-Test zuerst machen, deswegen drei persönliche Fitnessfragen. Oh. Bizepsumfang. Früher oder jetzt? Jetzt. 42. Und früher? Oh, 46. 45. Sixpack oder Eightpack? Onepack. Jetzt. Und wie viel Kilo schaffen, eingezogen. Wie viel Kilo schaffen wieder Sie? Atmen, bitte? Wie viel Kilo schaffen Sie beim Bankdrücken? 120 Kilo. Das ist viel, Sie? Oder? Das ist viel. 120 Kilo ist viel? Ist mittel. Und Sie? Ja, ich muss ja Fragen vorbereiten. Ich habe keine Zeit fürs Bankdrücken. Das gilt nicht. Ich muss auch mal eine Frage stellen dürfen. Wenn wir über Fitness reden, die schonungslose Frage, bin ich zu fett? Nein. Wenn wir über Fitness reden und Sie in unser Publikum schauen und wir uns überlegen, so den Fitnessgrad auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist extrem sportlich und 10 ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, so, wo würden Sie das Publikum durchschnittlich einordnen? Durchschnitt. Okay, wo ist der Notausgang? es gibt einen wissenschaftlichen Test, den man hier anwenden kann. Das ist nur eine Frage und man weiß eigentlich den Fitnessgrad der Anwesenden. Darf ich die stellen, die Frage? Bitte. Ja. Darf ich dich mal fragen, wer ist bei McFit Mitglied? Das war Werbung. 1, 2, 3, 4. Ich habe immer gedacht, wir sind Nummer 1. Also ich glaube, wenn man reinschaut, ich würde sagen, und das ist immer eine schwierige Antwort, 4. Das ist der Schnitt. Was aber heißt, es sind Leute dabei mit 1. Ich habe jemanden gesehen mit einem Dreadlock-Frisur, der ist nicht mehr da. Wo ist er? Der war recht fit und es waren auch ein paar glatte Zähne dabei. Ich meine, das ist natürlich die Schwierigkeit, ja, aber um es im Schnitt viel. Alle Anwesenden einmal kollektiv zu verteidigen. Ich glaube, das ist ja das Thema, das über all dem, was wir jetzt gerade scherzhaft besprechen, liegt. Die Frage, wenn du wahnsinnig erfolgreich im Job bist oder erfolgreich im Job sein willst, wie viel Zeit bleibt eigentlich noch für einen selbst und für den eigenen Körper und die Gesundheit, in welcher Form auch immer man sich dann sozusagen der eigenen Gesundheit widmen will. Wie viel Zeit man braucht oder wie viel bleibt tatsächlich, wenn man ganz oben an der Spitze eines Unternehmens steht oder dorthin kommt? Also ich glaube, wenn man das Thema angeht, wie viel Zeit habe ich noch zum Beispiel Sport zu machen oder für meine Freizeit, dann gibt es seit Obama keine Ausrede mehr. Vorher konnte man immer noch sagen, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun. Und wenn Barack Obama in dem Alter mit der Position, die er 8 Jahre inne hatte, noch täglich trainiert und so fit ist, dann gibt es keine Ausrede mehr. Und dann, es reicht eigentlich auch 20 bis 30 Minuten täglich. Bei Obama oder manch anderen Politikern, die Sport machen und sich dabei ja auch dann filmen oder fotografieren lassen, hatte ich immer das Gefühl, dass es A, nicht nur der Imagebildung dient, sondern irgendwie die Zeit für diesen Sport sich selbst aus den Rippen schneiden, indem sie weniger schlafen. Sprich, noch früher aufstehen, um dann morgens um 5 aufs Laufband zu gehen. Ist nicht notwendig. Kann auch nicht gesund sein, oder? Nein, ist nicht gesund. Wo schneiden Sie sich die 20 Minuten raus am Tag? Nee, ich glaube, Sport oder Freizeit oder das, was man möchte, ist immer individuell. So wie Erfolg immer individuell ist, gibt es auch nicht das Erfolgsgeheimnis, wie kann ich meine Freizeit gut verbringen, wie kann ich fit werden, wie kann ich gut aussehen. So viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, so unterschiedlich und individuell ist das Ganze auch. Und aber wie machen Sie es? Wann trainieren Sie? Morgens, abends, mittags? Unterschiedlich, wenn ich Zeit habe. Aber ich mache auch ein anderes Training mittlerweile. Nach 30 Jahren den Sport reicht es aus, 20, 30 Minuten am Tag. Was machen Sie? Kraftsport.
Kraftsport, ja, aber was machen Sie als Kraftsport? Klassisch Bodybuilding. Das heißt also. Ein schlimmes Wort, wenn man immer Bodybuilding hört, aber ich habe immer noch keines gefunden, was besser sich anhört. Oder anhört schon, Bodystyling für die Damen. Aber am Ende geht es da darum, gegen Widerstand zu trainieren und damit den Muskel größer zu machen, fitter zu werden. Früher bin ich sehr viel Fahrrad gefahren, aber ich lebe jetzt in Berlin und da ist es nicht so ganz einfach. Hand und nicht aufs so Herz sicher. Ist, fahren Sie mal im Prenzlauer Berg. Ist Bodybuilding wirklich Sport? Ja. Warum nicht? Naja, unter Sport stelle ich mir vor, freie Natur. Fragen Sie das mal Ralf Möller oder Arnold Schwarzenegger. Na gut, es ist anstrengend, da würde ich Ihnen sozusagen recht geben. Aber ist es Sport im klassischen Sinne? Ich messe mich mit anderen, ich sozusagen habe vielleicht auch ein Mannschaftsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl. Ist das wirklich Sport? Also in allererster Linie messe ich mich, glaube ich, mit mir selbst, mit meinem inneren Schweinehund. Und ich versuche immer, wenn es um das Thema Fitness so geht, zu sagen, warum kommen Menschen ins Studio oder auch zu Hause und trainieren? Was ist die Motivation dahinter? Und viele gehen natürlich ins Studio, um gut auszusehen. Und wenn man jetzt Fitness nicht machen würde, welche Sportart würden Sie vorschlagen, dass man gut aussieht? Ich glaube, ich würde mehrere versuchen. Ich würde wahrscheinlich Beispiel? Schwimmen. Ich würde versuchen zu laufen. Ich fände es schön. Freuen sich die Frauen, wenn sie so ein schönes V-Kreuz haben? Vielleicht noch ein bisschen schwimmen. Rudern oder sowas. Also es gibt ja durchaus Sachen, mit denen man individuelle Bereiche, die man im Fitnessstudio trainiert, irgendwie. Das ist ja der Vorteil, dass man quasi sich modellieren kann, also das trainieren möchte, wo man seine Schwachstellen sieht. Das ist in anderen Sportarten nicht so einfach, weil sie einfach sehr einseitig auch von der Belastung sind. Wie gesagt, der Schwimmer, der Ruderer, der Läufer hat immer nur bestimmte Muskelpartien und verfolgt auch ein anderes Ziel. Und deshalb ist, glaube ich, der Fitnesssport der beste Sport, um auch individuell sich nicht nur so zu fühlen und so auszusehen, wie man möchte, sondern auch ist auch zeitunabhängig. Ist auch nochmal ein Vorteil. Schon mal was eingeworfen, um stärker zu werden? Nein. Glauben Sie, dass viele Leute was einwerfen, um stärker zu werden? Ja. Glauben Sie, dass im Vergleich zu anderen Sportarten, in denen auch gedopt wird, das wollen wir ja nicht verschweigen, im Bereich Bodybuilding oder Fitness überproportional viele Leute sich was einwerfen? Ich glaube, das ist ein Thema, das die ganze Branche, den ganzen Sport betrifft. Und wir machen ein großes Projekt mit der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, wo wir aufklären. Es kann nicht sein, dass wir uns als Nummer eins herstellen und sagen, in unserem Sport wird nicht gedopt. Es gibt keine jungen Menschen oder auch Menschen, die versuchen, da abzukürzen. Sondern wir müssen sagen, wir sind die Nummer eins. Wir haben die Plattform, wo Menschen trainieren. Und da, wo viele Menschen auch sind, versuchen natürlich auch immer wieder jemand abzukürzen. Und deshalb muss man aufklären. Und das ist unsere Aufgabe. Wir können nicht verbieten, das muss die Polizei machen. Aber am Ende ist es wichtig, dass wir aufklären. Und das kann man natürlich am besten mit der NADA. Hat da das Körperbewusstsein, das ja eindeutig zugenommen hat, auch eine Veränderung in den Köpfen der Leute bewirkt? Also wird heute weniger gedopt, weil man vielleicht mehr weiß, was passieren kann? Oder weil es auch schon Beispiele gibt, die im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gegangen sind? Also ob mehr oder weniger wie früher gedopt wird, weiß ich nicht, weil erstens habe ich es nie gemacht, zweitens gibt es da nur eine Dunkelziffer. Ich glaube, das Schönheitsideal hat sich verändert. Und wie ich 15 Jahre alt war, kam ich zum Sport und unser großes Vorbild war Arnold Schwarzenegger. Wir haben uns sein Buch gekauft, hat damals 120 Mark gekostet, haben das gelesen und danach trainiert. Und Arnold hat damals gesagt, leg's unter das Kissen, schlaf drauf und dann bist du noch stärker, haben wir alles gemacht. Und das waren unsere Schönheitsideale damals und das hat sich komplett verändert. Wäre es heute ein Schönheitsideal für die Leute, die in ihre Studios kommen? Ich glaube, auch das ist sehr individuell. Es geht von Dwayne Johnson, vielleicht einer der nächsten amerikanischen Präsidenten, bis hin zu Cristiano Ronaldo, ein Fußballer, der auf eine regionale Bühne gehen könnte, auch mit Sixpack. Also das ist, glaube ich, auch im Auge des Betrachters, welchen Vorbild haben. Was ist denn Ihr Vorbild? Mein Vorbild? Ja. Sportlich gesehen? Ja. Ach. Attraktiv, meine ich jetzt. Ich glaube, ich träumte als Kind davon, Fußballer zu werden. Insofern, glaube ich, wollte ich immer irgendwie so Jürgen Klinsmann-mäßig sein. Und dann stellte ich fest, das geht nicht. Das geht nicht. Wenn Sie zu uns ins Studio kommen, ist die erste Frage, wie möchten Sie aussehen? Ja, nicht wie Jürgen Klinsmann. Genau. Vielleicht zu viel verdienen. Das war die Idee. Und nun sitze ich hier. Wie wollen wir denn jetzt aussehen? Nein, aber das ist ja. Die Frage ist ja eher, da wir ja über Business reden wollen, mein Lieber. Da wir ja über Business reden wollen, ob Sie. Habe ich noch nicht gemerkt, dass wir über Business reden. Umgang mit anderen CEOs manchmal das Gefühl haben, dass die vielleicht sagen: Ach komm, der kommt aus der Fitnessbranche, ist irgendwie
ist ja doch nicht ganz so richtig Business. Gibt's das? Sind wir gewohnt. Und das seit über 20 Jahren, als ich mein erstes Fitnessstudio aufgemacht hatte, da war es auch noch ganz anders. Die Fitnesslandschaft war geprägt, dass sie klassisch aus dem rotlichen Milieu oder aus dem klassischen Bodybuilding kommt. Und in den letzten 20 Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert, Gott sei Dank, weltweit. Aber um die Anerkennung müssen wir immer kämpfen. Das ist nicht wie beim Tennis. Und wie kämpfen Sie um Anerkennung? Durch Professionalität, durch Zuverlässigkeit und indem man einen guten Job macht. Wenn Sie heute in ein Fitnessstudio gehen und das vor 20 Jahren gemacht haben, ich weiß nicht, waren Sie mal in einem Fitnessstudio? Ich glaube, ich will jetzt nicht so nahe treten. Ich fürchte, seit 20 Jahren. Aber ich will es wissen. Deswegen habe ich zum Eingang den Fitnesscheck ja auch mit Ihnen gemacht und Sie nicht mit mir. Waren Sie mal im Fitnessstudio? Tatsächlich ja, als ich noch Student war, irgendwie für 2-3 Monate, hatte ich so eine Schnuppermitgliedschaft und ich fand es dann, ganz ehrlich, ganz doof. 47, das heißt auch vor über 20 Jahren? Bitte? Auch vor über 20 Jahren? Ja, genau, also genauer gesagt, ich glaube, es sind 25 Jahre und ich merkte zwei Dinge. Zum einen, es war gut, dass ich mich mit einem damals Kumpel oder Freund irgendwie zusammengetan habe, weil wir uns gegenseitig motivieren konnten nach dem Motto, komm, heute gehen wir. Also alleine hätte ich, glaube ich, schnell den Antrieb verloren. Und dann war es mir, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, echt zu stupide. Also ich will lieber raus, ich will irgendwas erleben, ich will, dass sich um mich herum was bewegt. Ich laufe sehr gern und Laufband fand ich zu langweilig. Also Fitnessstudio und ich, wir kamen nicht zusammen. Vor 20 Jahren, ja, das ist ganz klar. Da war es auch tatsächlich stupide, da waren Geräte gestanden. So habe ich auch gestartet und mittlerweile sieht es bei uns ein bisschen anders aus, auch in der Branche. Es geht um das Thema Erlebnis und um das Thema Spaß haben. Und wenn ich etwas tue in meiner Freizeit, das keinen Spaß macht, dann tue ich es nicht. Das mag vielleicht auf der Arbeit so sein, wenn ich da gezwungen werde, aber in meiner Freizeit möchte ich das tun, was mir Spaß macht. Und wenn ich heute in ein Fitnessstudio gehe, dann erzählt das Studio oder das Konzept auch eine Geschichte. Und das Thema, unser neuestes Konzept ist beispielsweise mit DJ im Studio. Dann kann man so eine Workout-Session auch mit Live-DJ trainieren. Und es geht um das Thema Spaß am Erlebnis und da hat sich sehr viel verändert. Vielleicht sollten Sie mal wieder ins Studio gehen. Naja, wir reden mal darüber. Nach 20 Jahren. Ja, wir wollen ja darüber reden, dass andere Leute bei Ihnen ins Studio gehen. Ganz offensichtlich bin ich ja nicht sehr repräsentativ. So viele sind ja nicht. Hätten Sie ja nicht Ihre. Aber ich habe die Frage nicht gestellt, wer im Studio ist. Ich habe es ja, falsch gestellt. Sonst hätten Sie ja nicht Ihre Wachstums. Wenn da draußen ein Stand, wo wir dann noch Verträge machen. Sonst hätten Sie ja nicht Ihre Wachstumsgeschichte hingekriegt. Darf ich das sagen oder kriege ich dann Schwierigkeiten? Sonst hätten Sie ja nicht Ihre Wachstumsgeschichte hingekriegt mit 270 Ländern. Studios. 270 Studios. 270 Länder gibt es nicht. Schauen Sie. Da funktioniert Ihr Trick, mich aus dem Konzept zu bringen, aber ich habe das habe ich von Fragen, dem ersten Redner gelernt. Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben, deswegen vergesse ich sie nicht. Wann fiel die Entscheidung raus, aus Deutschland zu gehen und warum? Zählt Österreich noch zu Deutschland? Nein, nein. Das ist eine andere Frage. Also deutschsprachiger Raum, deutschsprachigen Raum. Relativieren, nein, genau, aus dem auslandssprachigen Raum. Österreich war keine große Herausforderung für uns, weil eben die Sprache das gleiche ist und die Kultur uns sehr ähnelt. Wir sind dann nach Spanien vor über 10 Jahren und da mussten wir sehr viel Lehrgeld bezahlen, sehr viel falsch gemacht, aber haben daraus auch sehr viel gelernt. Was haben Sie falsch gemacht und welches Lehrgeld haben Sie gezahlt? Der erste Fehler war, wir hatten Apfelsaft verkauft, mit Wasser, also Apfelschorle, im Automaten. Und dann kamen die Spanier und haben gesagt, man kennt das nicht in Spanien. Also das ist so ein kleines Beispiel, dass es einfach kulturell und auch gesellschaftlich Unterschiede gibt. Und die hatten wir nicht berücksichtigt. Hatten gedacht, wir machen Copy und Paste, was nicht funktioniert. Und das waren so unsere ersten Auslandserfahrungen. Was unterscheidet den amerikanischen Fitnessmarkt vom deutschen oder europäischen? Alles groß erstmal und Trends werden sehr häufig in Amerika gesetzt und da versuchen wir aus Europa heraus auch noch ein bisschen dagegen anzutreten und haben auch schon einiges geschafft. Aber ansonsten ist natürlich in Amerika, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und der neueste Trend sind zum Beispiel Boutique-Fitness-Konzepte. Was ist das? Das sind kleine Studios mit 300, 400 Quadratmetern, wo häufig ein Drill-Sergeant da ist und eine kleine Menge von Leuten, die einen inneren Schweinehund nicht überwindet bekommen, für 180 Euro im Monat antreibt. Das wäre auch was für Journalisten. Ich könnte, die seit 20 Jahren nicht mehr im Studio waren. Ich könnte ja nach Oberhausen fahren, statt nach Amerika.
Ja, momentan demnächst, ja. Demnächst könnte ich nach Oberhausen fahren, weil sie in Oberhausen den größten Fitnesstempel der Welt bauen, wie ich mir aufgeschrieben habe, unter dem englisch-japanischen Namen The Mirai. Mirai heißt wohl Zukunft. Ja. Jetzt mal die Zahlen. 55.000 Quadratmeter, 24 Stunden am Tag geöffnet, ohne Mitgliedsgebühr. Wie soll das funktionieren? Das wissen wir auch noch nicht. Es gibt eine Vision. Das ist tatsächlich so. Nach 20 Jahren in der Branche möchte ich auch was zurückgeben und glaube auch, dass man Dinge verändern muss. Und durch das Engagement, was wir da machen, oder die Idee, die wir dahinter haben, ist es, dass wir den Fitnesssport vom Breiten zum Volkssport machen möchten. Wenn man sich bedenkt, dass wir vor 3-4 Jahren in der Fitnessszene den DFB, den Deutschen Fußballbund, in der Mitgliederzahl überholt haben, sind wir schon mal breit und schon fast Volkssport. Aber wir möchten Hürden abbauen und wenn Hürden da sind, das heißt also quasi den Sport allen Menschen zugänglich machen, dann muss man auch tatsächlich alle Hürden wegnehmen. Egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welches Alter und vor allem egal welcher Geldbeutel. Da ist die Idee gekommen, wir machen ein Studio, was nichts kostet. Und um diese Idee herum bauen wir jetzt quasi das Konzept auf. Aber es ist ja trotzdem ein unternehmerisches Wagnis. Wenn ich es richtig gelesen habe, kostet der Bau eines normalen Fitnessstudios so 2,5 bis 3,5 Millionen Euro. Ja. Und Sie stellen da jetzt ein Ding hin für 50 Millionen Euro? Wir wissen es noch nicht. Also könnten sogar mehr werden als 50 Millionen Euro. Ich hoffe weniger. Ich meine, es ist ein enormes unternehmerisches Risiko. Das geht man ja nicht einfach so ein. Oder doch? Ich glaube doch, weil ich an die Idee und die Vision glaube. Und was da wichtig ist, dass man quasi diesen Kern, diese Idee, man bietet etwas umsonst an. Ich glaube auch Ryanair-Chef hat es auch gesagt, seine Idee, seine Vision ist, dass in Zukunft Fliegen nichts mehr kostet. Und ich glaube auch, dass das umsetzbar ist. Dann braucht man gute Partner, muss im B2B-Bereich die Partner mit dazu bringen. Und wenn man so viele Menschen an einem Ort zusammenbringt, dann hat man auch so viele Erfahrungen und Dinge, die man da mitnimmt und Veränderungen. Und ich glaube, dass das sehr interessant sein kann für Krankenkassen, für Forschungs- und Entwicklungszentren, für die ganze Branche. Und wir wollen ja nicht nur ein Fitnessstudio machen, sondern das quasi als ganzjährige Ausstellung, als Messe- und Kongresszentrum anbieten. Das ist ja die Idee dahinter. Weil Sie gerade Ryanair ansprechen, jetzt hat natürlich Ryanair oder der Ryanair-Chef den unschätzbaren Vorteil, dass wenn man von, sagen wir mal, Frankfurt nach Barcelona fliegen will, das Flugzeug immer noch das konkurrenzfähigste Verkehrsmittel ist. Beim Fitnessstudio stellt sich mir die Frage, ob nicht die Fitness-Apps, die sich heute jeder auf sein Smartphone laden kann, ihnen langfristig den Rang ablaufen. Sprich, wenn ich zu Hause gute Trainingsübungen auf meinem Smartphone habe mit Kalorienverbrauch, Anleitung, Tralala, Erklärvideo, wozu muss ich noch ins Fitnessstudio gehen? Also erstmal glaube ich nicht, dass die Digitalisierung uns in unserer Branche, die Branche verschwinden lässt. Wenn ich den Herrn Langenscheid sehe, wenn er Bücher verkauft, hat er wahrscheinlich vor 20 Jahren auch für sich gesagt, okay, was macht das dann für mich, die ganze Digitalisierung, werden Menschen noch Bücher kaufen? Einen Vorteil hat unsere Branche den vielen anderen gegenüber, am Ende steht der Mensch, der gegen Widerstand trainieren muss, ansonsten wird er nicht besser. Dass dann auf dem Weg dahin viele Digitalisierung, viele elektronische Helferlein mit dabei sind, ist okay. Aber am Ende muss er sich bewegen. Das ist unser großer Vorteil. Ob er sich dann zu Hause bewegt oder im Fitnessstudio, das ist ihm dann natürlich selbst überlassen. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Digitalisierung uns eine Konkurrenz macht, sondern im Gegenteil, sie ergänzt das Ganze noch, sie erweitert das Ganze. Und wenn man die Zahlen sieht, was in den letzten 20 Jahren passiert ist in der Fitnessszene weltweit, dann gibt es nur eine Zahl, die geht nach oben. Immer mehr Menschen betreiben diesen Sport. Mit wem tauschen Sie sich aus, wenn es um die Frage geht, wie sieht unsere Strategie aus, wollen wir weiter wachsen? Klar, aber wie wollen wir weiter wachsen? Was sind mögliche Schwierigkeiten bei dem Wachstumskurs? Wer ist Ihr Ratgeber, auf wen hören Sie? Naja, erstmal haben wir intern sehr gute Leute und Mitarbeiter, die das können. Viele alte Hasen aus der Branche, aber auch neue, die dann artfremd sind, also den Sport selbst nicht betreiben, was auch interessant ist. Wir hatten zum Beispiel von Merlin, von der zweitgrößten Entertainment Group weltweit, gute Leute geholt, um einfach diesen Erlebnisfaktor reinzutun. Und dann natürlich trifft man sich mit der Branche, man spricht mit ihnen. Man hat natürlich auch die Kunden, was das Allerwichtigste ist. Guck hin, was deine Kunden machen und wie sie sich wohlfühlen. So haben wir auch unsere Testimonials gefunden. Kundenfragen.
Ihr Bruder, habe ich gelesen, hat Medizin und Musik gleichzeitig studiert, was per se schon mal eine Riesenleistung ist. Und Sie sind nach der mittleren Reife wegen der schlechten Noten von der Schule abgegangen. Einen intelligenten braucht die Familie, nächste Frage. War das Ihr Antrieb, es dem großen Bruder mal so richtig zu zeigen? Geht es darum im Leben? Nee, darum geht es nicht. Wir waren ein bisschen grundverschieden und glauben auch manchmal, dass wir im Krankenhaus vielleicht vertauscht wurden. Nur optisch lernen wir uns immer mehr an. Und wir sind uns auch nie in die Quere gekommen, mussten nie streiten, weil beide unterschiedlich Interessen hatten. Ich habe sehr viel Sport getrieben und er hatte Musik gespielt und Doktorspielchen gemacht und ist dann bei der Musik hängen geblieben, aber tatsächlich kommen wir uns da nicht in die Quere. Hat er Sie belächelt, als Sie sich ausgerechnet mit einer Fitnessstudio-Kette anfingen, selbstständig zu machen? Er hat sich gewundert, nicht belächelt. Und heute schaut er neidisch auf Ihren Kontoauszug? Wenn das S mit dem H irgendwann mal ausgetauscht wird, ja. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Soll und haben. Ah ja, ich wollte nur noch mal, dass Sie es vor allem ausführlich erklären. Hintergrund der Frage ist, dass Sie eben auch Eigentümer der Gruppe sind und ich glaube, eine wahnsinnig hohe Eigenkapitalquote haben, sprich wenig fremd- oder kreditfinanziert haben. Wissen Sie ein bisschen mehr wie ich, aber ja, so ist es. Ja? Ja. Kommt irgendwann dieser Wachstumskurs aus eigenen Mitteln raus, aus dem Cashflow an Grenzen, dass man sagt, ich muss doch Geldgeber mit ins Boot holen? Es fällt mir aber wahnsinnig schwer zu teilen. Nö, das ist es nicht, aber wenn man erstmal kein Fremdkapital braucht, ist das ein Luxus, das ist die finanzielle Unabhängigkeit, das finde ich gut und in den ganzen 20 Jahren sind wir sehr organisch gewachsen, was natürlich ein Vorteil ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch Geldgeber, die uns was geben, klassisch Banken. Ja. Es gibt in dieser ganzen Erfolgsgeschichte, die Sie geschrieben haben in den letzten 20 Jahren, ein Datum, das, glaube ich, Ihnen und vielen Leuten hängen geblieben ist. Das war der 24. Juli 2010 und der Ort, an dem das Ganze spielte, war Duisburg. Es war die Love Parade. Sie waren Mitveranstalter über eine Tochtergesellschaft der Love Parade. Es kam zu 21 Todesfällen und mehreren hundert Verletzten. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt das Verfahren nochmal eröffnet. Nicht gegen Sie. Sie sind juristisch von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Was hat das mit Ihnen gemacht, dieser Punkt in einer ansonsten absolut glänzenden unternehmerischen Geschichte? Ich gehe auf den letzten Punkt ein. Glänzende Unternehmergeschichte ist es natürlich nicht, wenn man genau hinguckt. Es ist wie ein Aktienkurs. Es gibt Tiefen, es gibt Höhen. Es gibt Niederlagen, aus denen man hervorgehen muss. Und deswegen ist es nicht nur glänzend in der Entwicklung gewesen. Wenn wir jetzt über das Thema Duisburg sprechen, hätte ich eine Bitte, weil natürlich ist das etwas, was nicht so einfach ist und über das man nicht so einfach sprechen kann. Ich habe immer versucht, etwas Positives daraus zu ziehen, weil ob man es glaubt oder nicht, ich war sehr lange Ministrant und auch bin sehr streng katholisch erzogen worden. Und ich habe immer versucht, dann etwas Positives daraus zu finden und habe es nie, bis heute noch nicht geschafft. Und ich habe aber mit Hilfe Techniken entwickelt, um das Ganze auch verarbeiten kann man es nie, aber zumindest damit auseinander sich zu setzen. Und ich wechsle den Raum. Das heißt, wenn wir jetzt diese Diskussion darauf legen, würde ich gerne den Raum wechseln. Und danach kann ich aber nicht mehr zurückgehen zum anderen Thema. Ich würde gar nicht mit Ihnen tief in diesen Raum hineingehen wollen. Ich würde sozusagen nur einmal kurz die Tür aufmachen. Was nicht so einfach ist. Deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt, Sie sind juristisch von allen Vorwürfen freigesprochen. Wir müssen auch sozusagen nicht das Geschehene wiederholen. Aber wenn man einfach sowas erlebt hat, dann macht das was mit einem. Und was mich unternehmerisch und menschlich interessiert, ist, ob Sie heute Entscheidungen anders treffen, ob Sie heute bei Entscheidungen, denn damals ging es ja auch um die Frage, hat man eine Entscheidung richtig oder falsch getroffen, ob Sie heute irgendwie anders vorgehen, ob Sie sich charakterlich dadurch als Unternehmer verändert haben. Das würde ich behaupten. Natürlich müssten jetzt andere das über mich dann schildern, ob sie mich so wahrnehmen. Aber wenn ich mich selbst beschreiben würde, würde ich sagen, natürlich gibt es einen Menschen, Rainer Schaller, vor dem Unglück und einem danach. Denn dass einem so etwas verändert, das ist selbstverständlich. Und da kann man sich auch nicht drauf vorbereiten. Nur darüber zu sprechen, ist immer nicht einfach, weil ich glaube, man muss auch pietätvoll sein, um einfach auch die Angehörigen und die Verletzten nicht zu verletzen. Und für mich ist es nicht so, dass ich hier als Opfer stehe und mich da auch darstellen möchte, sondern tatsächlich tut man sich da extrem schwer drüber. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, ich bin jetzt ein anderer Mensch geworden natürlich, aber ich möchte da jetzt nicht klagen.
Dann würde ich sagen, schwierig. Über die Tür zu diesem Raum wieder und gehen auf die allgemeine unternehmerische Ebene. Denn was mich ja auch interessiert, so ein Thema, ich will noch einmal dazu sagen, ja. Ist natürlich sehr schwer. Und ich glaube, da muss auch der Rahmen passen. Und dann, wenn man nur über dieses Thema spricht, dann tue ich mir auch persönlich leichter, dann da einfach das zu wechseln und auch den Raum zu wechseln. Das hört sich so fachlich strategisch an. Ja, ich verstehe das. Es ist eine gewisse Taktik, die funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Wie gut können Sie mit Widerspruch umgehen? Gut. Das sagen auch die Leute, die Ihnen widersprechen. Da müssen Sie die fragen. Aber ich glaube ja. Ja, weil wir sind mittlerweile europaweit unterwegs, demnächst auch in der Türkei und in der USA. Und wir sind sehr dezentral strukturiert. Und wenn man, ich weiß nicht, der Herr Ritter, der vorher gesprochen hat, der wird ein großes Werk bei sich haben. Wenn der früh durchgeht, kann er mal Hallo zu jedem sagen und hat dann abends zumindest die Hälfte oder 70% seiner Mitarbeiter gesehen. Das ist bei uns nicht mehr möglich. Das heißt, eine dezentrale Struktur geht über viel Vertrauen. Und vor allem dann auch den Menschen zuhören und auch mal die Entscheidungen von anderen zu akzeptieren. Haben Sie ein unternehmerisches Vorbild? Nein. Sie? Ein unternehmerisches Vorbild? Habe ich journalistisch. Auch. Journalistisch schon. Ja. Aber die Frage wäre... Ich glaube, es ist auch immer schwierig zu sagen, man hat ein Vorbild und möchte es so werden, weil dann versucht man, die Erfolgsrezepte von demjenigen zu machen. Und ich weiß noch, als 2006, glaube ich, Deutschland Weltmeister wurde, gab es einen großen Bericht über die 10 Erfolgsgeheimnisse von Jürgen Klinsmann. Und ich habe mir die durchgelesen und habe mir gesagt, wenn ich da nur 3 oder 4 übernehme, dann bin ich nicht mehr ich. Ja, das finde ich jetzt, glaube ich, die Schwierigkeit bei dieser ganzen Vorbilddebatte. Immer man hat zu jeder Zeit vielleicht... Gerade auch als Jugendlicher oder so hat man auch mal einen Held, aber das ist dann irgendwie auch eine bestimmte Zeit. Ich glaube, man sollte nicht irgendwie dann die Helden von vor 20 Sportlich Jahren... Sportlich war es natürlich Arnold Schwarzenegger. Sie haben sehr engen Kontakt zu Wladimir und auch Vitali Klitschko. Was hören Sie von Vitali Klitschko? Ich habe keine frechen Fragen jetzt, bitte. Was hören Sie von Vitali Klitschko eigentlich darüber, über die Situation in der Ukraine und wie es läuft, der Wechsel von Boxer zu Bürgermeister? Ich glaube, er kommt recht gut zurecht und hat auch eine Welt gefunden, in der er sich wohlfühlt. Und aus meiner Sicht macht er seinen Job richtig gut. Er macht die Straßen ganz. Und das ist für die Leute wichtig. Hat im Zoo hat er viel investiert. Und ihm gefällt das. Das ist ein 24-Hour-Job. Könnten Sie sich vorstellen, noch mal was ganz anderes zu machen? Also vom Fitnessunternehmer zum Journalist. Damit Sie endlich auch mal, die Fragen stellen können. Ja, das führt mich zu meiner letzten Frage. Letzten Frage, Herr Schaller. Verdient man da gut? Als Journalist? Ja. Ah, das kommt immer darauf an, wie gut die Fragen sind. Sie stellen gute Fragen. Wie gut können Sie verlieren, Herr Schaller? Ich versuche immer, bevor ich verliere, rauszugehen, irgendwie elegant. Aber das ist schade, weil eigentlich wollte ich Sie, also Sie können ja dann offensichtlich nicht verlieren, weil eigentlich wollte ich Sie am Ende unserer Veranstaltung noch zu einem Liegestützwettbewerb einladen. Aber wir wenn beide, Sie nicht verlieren, können, wenn Sie nicht verlieren können, will ich Ihnen das ersparen. Und insofern danke ich sehr herzlich, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.